Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht's weiter mit den Markov-Logiknetzen. Und zwar sind Markov-Logiknetze auch wieder so ein bisschen ein Mix aus analytisch und probabilistischen Modellen. Das heißt, wir wollen wieder mal was Besseres als die Prädikatenlogik alleine finden. Und deswegen benutzen wir noch sogenannte probabilistische grafische Modelle. Ja, was das ist, möchte ich eben euch heute zeigen. Was Prädikatenlogik ist, wisst ihr ja wahrscheinlich. Dazu mal ein kleines Beispiel. Wir haben zum Beispiel, für alle x gilt, wenn x ein Jedi ist, dann besitzt x auch ein Lichtschwert. Das soll bedeuten, besitzt ein Lichtschwert, nicht ist ein Lichtschwert, das ist ein bisschen was anderes. Also ihr könnt es auch gerne umbenennen in hat Lichtschwert oder sowas, aber das ist mir zu lang, deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. So, und hierzu kann man sich jetzt zum Beispiel irgendwelche grafischen Modelle zeichnen. Also sowas wie das hier, Jedi, und dann haben wir noch die Variable Lichtschwert hier, upsala, Lichtschwert. So, okay, und jetzt sind die irgendwie miteinander verbunden, das heißt, wir zeichnen hier eine Kante ein. Achtung, wir machen das jetzt gerade für alle, das heißt, für alle Jedi und für alle Lichtschwerter zeichnen wir hier diese komische Kante ein. Die geht in beide Richtungen auch, also es ist ein ungerichteter Graph. Ihr könnt natürlich dann auch später hergehen, das werden wir uns aber noch angucken, und hier konkret tatsächlich Werte einsetzen. Aber aktuell sagen wir einfach mal, okay, wir machen das für alle und packen hier dieses Phi rein. Die Funktion hier, diese Verbundwahrscheinlichkeit, die Potentialfunktion heißt die hier. Die nennt sich Phi von J wie Jedi und Lichtschwert L. Ihr könnt es auch hier ausschreiben, wie ihr lustig seid, aber normalerweise ist das so ein bisschen kürzer und praktischer. Okay, so, und jetzt haben wir hier so einen komischen Graphen, der uns ein bisschen was bringt. Wir wissen jetzt nämlich zum Beispiel, wenn wir hier diese Zahlen uns angucken, wie stark Jedi und Lichtschwert verbunden sind. Denn jeder Jedi hat ein Lichtschwert, aber vielleicht gibt es auch mal Leute, die haben einem Jedi ein Lichtschwert abgenommen. Deswegen ist diese Kante hier nicht immer gültig, deswegen haben wir hier sowas, eben diese Potentialfunktion, die wir nachher in eine Wahrscheinlichkeit umwandeln werden. Und das hier hebelt eben unsere Gleichung auf, denn wir haben hier nicht immer den Fall, dass jeder Jedi ein Lichtschwert hat, nur in den allermeisten Fällen wird es so sein. Das steht hier nicht drin, hier steht drin, jeder Jedi hat sein Lichtschwert, aber er kann es ja mal verloren haben oder geklaut bekommen oder und so weiter und so fort. Das heißt, wir können hier Sachen modellieren, dass es eben Jedi gibt, für die diese Gleichung hier nicht funktioniert. So, und jetzt kann man hier zum Beispiel noch weitermachen und sich die Macht definieren, also Zugriff zur Macht haben. Und dann können wir hier wieder eine Kante einzeichnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, also hier kann man auch wieder Phi von JM hinschreiben. Und jetzt ist hier natürlich die Frage, besteht auch eine Kante zwischen Macht und Lichtschwert? Eigentlich ja nicht direkt, sondern nur über den Jedi, denn nicht jeder, der ein Lichtschwert hat, hat Zugriff auf die Macht und umgekehrt, sondern es gibt auch Leute, die, wie gesagt, einfach einem Jedi ein Lichtschwert abgenommen haben. Und deswegen gibt es hier eigentlich keine Kante. Der Trick ist, dass man hier trotzdem eine Kante ziehen kann, denn wir brauchen nachher sogenannte Cliques, also komplett verbundene Teilgraphen. Das hier wäre jetzt eine Clique, das hier wäre keine. Das heißt, wir brauchen diese Kante eigentlich drin. Was man aber machen kann, ist, man setzt einfach diese Potentialfunktion Phi hier, setzt man auf sehr, sehr kleine Werte, zum Beispiel 1. Übrigens können die auch deutlich größer als 1 werden. Ups. Die können, keine Ahnung, mehrere hundert werden oder was weiß ich. Also, ihr könnt ja auch einfach dann einen sehr kleinen Wert nehmen, wenn die eigentlich nur recht schwach miteinander verbunden sind. Sowas wie eben 1. Das heißt, wir sagen, hier ist es nur 1 und dann sind wir schon glücklich. Okay. Das wäre jetzt zum Beispiel ein probabilistisches grafisches Modell. Hier müsste natürlich auch noch Phi von JM hin, hier müsste Phi von ML hin oder so. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Solche Graphen können natürlich auch beliebig kompliziert sein. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir löschen hier sogar wieder ein bisschen was raus, damit es wieder übersichtlich wird. Wir bleiben bei dieser wunderschönen Kante hier, denn für den Rest haben wir nicht mal eine Gleichung hier oben. Okay. Wir haben also diese Kante hier und jetzt wollen wir uns die Wahrscheinlichkeit definieren. Wie stark hängen die denn bitte jetzt zusammen? So, Wahrscheinlichkeiten liegen immer zwischen 0 und 1, das heißt, wir müssen normalisieren und so weiter und so fort. Ich habe euch da mal was vorbereitet, nämlich diese wunderschöne oder auch nicht so wunderschöne Formel hier mal wieder. Um Formeln werden wir jetzt natürlich nicht drum herum kommen.
Aber die hier sollte ich euch tatsächlich erklären. Die ist nämlich gar nicht so einfach, wie sie aussieht. Mal ausnahmsweise. Und zwar folgendes. Hier unten, der Teil ist relativ irrelevant, wenn man den hier oben verstanden hat. Das ist einfach nur für alle Trainingsbeispiele, die wir haben, rechnen wir diese Gleichung hier oben aus und teilen dann darunter, dadurch, damit wir eben einen normalisierten Wert zwischen 0 und 1 bekommen. Das ist alles. Aber das hier, beziehungsweise der innere Teil hier von der Summe, der ist interessant. Und zwar, wir müssen hier diesmal das Produkt berechnen, und zwar über alle Phi C. Was sind die Phi C jetzt bitte? Ihr erinnert euch noch an unseren Graphen, den wir davor hatten, nämlich den hier. Das ist ein Phi, das ist ein Phi und das hier ist auch ein Phi. Und was man jetzt macht, ist, man multipliziert einfach das Ergebnis von hier mal dem Ergebnis von hier mal dem von hier. Was die einzelnen Ergebnisse sind, werden wir uns gleich angucken. Dazu mache ich aber das hier mal wieder weg, dann wird es deutlich einfacher. Das heißt, wenn wir das so haben und nur eine einzige Kante in unserer Clique drin ist, Achtung, das geht wie gesagt nur für komplett verbundene Teilgraphen, wenn nur eine einzige Kante hier drin ist, dann haben wir hier auch eigentlich kein Produkt stehen, sondern brauchen das nur für einen einzigen berechnen. So, und was jetzt passiert ist, dieses x hier, das ist auch hier vorne drin, das sollte übrigens eigentlich groß sein. So, was man jetzt hier eben berechnet, ist Phi C, also die Abhängigkeit von genau einer bestimmten Variable, also einem Trainingsbeispiel. Das heißt, man guckt sich das nicht mehr im Generellen an. Zum Beispiel würde hier jetzt Phi gelten, also Phi relativ groß sein, immer dann, wenn wir einen Jedi haben oder immer dann, wenn wir ein Lichtschwert haben, nach unserer Gleichung hier oben nämlich. Ihr erinnert euch, wenn derjenige kein Jedi ist, treffen wir keine Aussage darüber, ob er ein Lichtschwert hat, aber wenn er ein Jedi ist, dann brauchen wir auch ein Lichtschwert. Das heißt, es wäre immer ein relativ hohes Phi, da könnt ihr gerne mal eine Tabelle erstellen. Also wenn er ein Jedi ist, muss das Ding hoch sein. Und wenn es ein Lichtschwert hat, wenn derjenige ein Lichtschwert hat, muss es auch hoch sein. Wenn es kein Jedi ist, ist es uns eigentlich egal. Aber es wird ein sehr, sehr kleines Phi werden, wenn derjenige kein Jedi ist und wenn derjenige ein Jedi ist, aber kein Lichtschwert hat, dann ist Phi sehr, sehr klein, also sowas wie 1 oder so. Sehr gut, das heißt, wir können das Ganze hier jetzt aufdröseln. Okay, wir schauen uns das Ganze mal für unser Trainingsbeispiel Alice an. Alice ist ein Jedi und hat ein Lichtschwert. Das bedeutet, wir haben hier für Alice, wenn wir uns das mal genau angucken, Jedi von Alice und Lichtschwert von Alice gilt beides. Beides ist true. Nach unserer Gleichung hier oben müsste dann Phi einen relativ hohen Wert haben. Sagen wir jetzt einfach mal 5 dazu. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit von, nicht Wahrscheinlichkeit, einen Wert von 5. Ich schreibe jetzt mal nur so Phi hin. Phi gleich 5. So, aber nur für diese Kante hier oben. Die Kante mit der Macht und die Kante zwischen Lichtschwert und der Macht, die müsste man natürlich nochmal extra berechnen. Also wir haben jetzt hier nur ein Phi, deswegen sind wir recht leicht dabei. Und ja, wir haben hier jetzt zum Beispiel Phi auf 5 gesetzt. Okay, schauen wir uns das Ganze nochmal für Bob an. Bob ist ein Jedi, aber hat leider kein Lichtschwert. Oh, der Arme. Vielleicht befindet er sich noch in der Ausbildung oder er wurde angegriffen und hat es verloren oder sowas. Deswegen ist es hier nur auf 1. Also für Bob gilt das, ups, Alter, Phi ist 1, so. Und jetzt haben wir zum Beispiel noch einen dritten Jedi, den nennen wir jetzt mal Obi-Wan oder so. Obi-Wan. Ich weiß, man schreibt ihn eigentlich auseinander, aber das passt mir so gerade besser in Kram. Okay, Obi-Wan ist ein Jedi, wie wir wissen, und er hat auch ein Lichtschwert. Das heißt, wir haben hier ein Phi von 5. Und jetzt haben wir alle drei Trainingsbeispiele, die wir gerade gesucht haben. Wie gesagt, wenn wir hier noch irgendein Nicht-Jedi hätten, zum Beispiel Jar Jar Binks, dann hat derjenige, ist egal, ob er ein Lichtschwert hat oder nicht, also er ist kein Jedi, das heißt, er hat vermutlich auch kein Lichtschwert, aber selbst wenn er gerade mal eins in der Hand hat, das ist uns völlig egal. Die Wahrscheinlichkeit hier ist relativ hoch, immer, denn es gilt hier ja nur, das Einzige, was gelten muss, ist, wenn es ein Jedi ist, dann braucht er auch ein Lichtschwert. Wenn es kein Jedi ist, dann treffen wir keine Aussage über Lichtschwert. Das heißt, wir haben hier trotzdem eine Wahrscheinlichkeit von, eine Potenzialfunktion von 5.
Ich schreibe jetzt einfach mal JJB. Das heißt, wir haben hier ein Phi von 5. Okay. So, das sind jetzt genug Trainingsbeispiele hier. Mehr gibt es tatsächlich nicht. Könnt es gerne mal noch durchgehen. Wie gesagt, diese Gleichung hier sollte immer, wenn sie erfüllt ist, hier ein hohes Phi haben und ansonsten eben ein niedriges Phi, wie zum Beispiel 1. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt aber hier ein paar Beispiele und jetzt können wir das Ganze berechnen. Wir haben jetzt für, wir können jetzt diese Funktion, die wir hier aufgeschrieben hatten, dieses P von X, diese Wahrscheinlichkeit, können wir jetzt berechnen. Und zwar können wir hier jeweils hinten dran einfach schreiben, P von Alice, um genau zu sein jetzt gerade, ist ja dann folgendes. Naja, Alice hat die Wahrscheinlichkeit 5 hier, das heißt 5 durch. So, und jetzt, tatsächlich die Klammer brauchen wir, teilen wir einfach durch die Summe von allen. Das heißt 5 plus 5 plus 5 plus 1, also 16. Also 5 Sechzehntel. Genauso gilt es natürlich hier für Obi-Wan und für Jar Jar Binks. Und der Bob, der hat halt hier nur eine Wahrscheinlichkeit von P von Bob, also 1 durch 16, also was ziemlich Kleines. Und ja, das wäre die Verbundwahrscheinlichkeit, die man sich eben dann herleiten kann für jedes einzelne Trainingsbeispiel hier. Und natürlich in der Praxis dann auch für die echten Beispiele, die wir gerade klassifizieren wollen. Okay, und für was wir das Ganze brauchen, das werden wir im nächsten Video sehen, wenn wir tatsächlich echte Markov-Logiknetze bauen. Genau, das war's für heute auch schon wieder. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.